Ich habe schon als Kind mit Vorliebe ganze Sätze in den Mund genommen und auch wieder herausgelassen und nur einige Worte ab und zu mal verschluckt, also so runter. Später habe ich dann die eine oder andere Lippe mal riskiert, nicht? Dadurch wurde aus dem München langsam eine Schnauze. Herr von Weizsäcker, wissen Sie denn überhaupt, dass ich Bundespräsident würde, wenn die Kinder wählen dürften? Ja! Entweder wir sind intelligent und ehrlich, dann sind wir nicht wiedervereinigungsgläubig. Oder wir sind intelligent und wiedervereinigungsgläubig, dann sind wir nicht ehrlich. Oder wir sind ehrlich und wiedervereinigungsgläubig, dann sind wir nicht. Aber wer will schon dämlich sein? Kein Mensch. Nein. Ich stehe auf dem Rennplatz und mach mir einen Schuh zu. Da kommt einer und sattelt mir. Und? Zweiter geworden. Bei mir im Keller war ich endlich alleine. Ich atmete einmal tief durch und war damals, glaube ich, das erste Mal sowas Ähnliches wie glücklich. 11 Jahre alt, Pimpf im Fähnlein 4, Stamm 17, deutsches Jungvolk, Trommeln mit eigenem Keller zum Üben. Ich wollte ja Musiker werden. Mahlzeit. Wir haben gar keine Chance, nicht zu leben. Wir leben immer. Ich gebe euch die Botschaft, die ist zwar nicht tröstend, weil man ja auch ableben muss, ja? Aber man lebt nur ab, um zu leben. Man lebt immer. Immer, immer, immer. Soll ich mal meine Beleuchtung zeigen? Ich habe doch schon selber eine Beleuchtung. Ja, bitte. Stahl. Hoffentlich macht er auch an. Aber hoffentlich knallt die Leitung nicht durch. So, jetzt läuft alles, ja? Mir geht's ja gar nicht um Erleuchtung, mir geht's ja nur mal um Wohlbefinden. Also, hier kommen immer Typen her, die sagen, na ja, aber ich könnte dir erleuchten, ich könnte dir helfen. Ja, sag ich, ich möchte gar nicht erleuchtet werden. Ich glaube, ich bin. 1923. Am 3. Dezember wird Hans Otto Wolfgang Neuss in Breslau geboren. Wolfgang war auch ängstlich. Dann hieß es, sagt die Oma, geht mal in den Keller. Hinten war so ein Ausgang in einem Restaurant. Geht mal in den Keller und holt Gurken. Die brauche ich. Wolfgang vor lauter Angst, also wir gingen da. Da mussten wir ein paar Treppen runtergehen, hinten raus. Sagt er, geh du vor. Ja, ja, sage ich, da gibt's nichts. Doch, da gibt's Geister. Nein, sage ich, Quatsch. Da waren wir so 6, 7 Jahre alt. Nicht? Nein, sage ich, Quatsch. Doch. Und dann hat er sich praktisch fast immer so, hat mich so festgeklammert. Sag ich, lass mich jetzt los und komm, jetzt holen wir die Gurken. Gut, unten. Und dann rauf ist er als Erster gegangen, damit er ja aus dem Keller schnell raufkam. Nach der Schule Landwirtschaftsgehilfe, Schlachterlehre. Mit 15 brennt er durch, will Klon werden. Der Ausflug endet in der Verwahranstalt am Berliner Alex. Herr Littler, Oberleutnant, bring Herrn Oberleutnant seinen Kaffee. Er hat sich freiwillig gemeldet an die Ostfront nach Russland, weil es ihnen in Breslau so langweilig war. Er kam dahin und es war ja ganz schrecklich. Es sind neben ihm lagen lauter tote Kameraden, weil eine Bombe eingeschlagen war und es ist sowieso ein Wunder, dass er da seelisch noch so rausgekommen ist, weil er eben so zart beseitet war. An der Front schießt sich Neuss den Zeigefinger der linken Hand ab, um ins Lazarett zu kommen. Das war dicke nötig, dass ich das gemacht habe. Für mich unglaublich nötig. Jetzt habe ich drunter zu leiden. Also ich habe die größten Schwierigkeiten, auch einen Grund, Mönch geworden zu sein, ja? Und hier gibt's Typen, die sagen, na, wenn du überhaupt ein kleiner Heiliger bist, dann wegen der Hand, kann man sich auch denken. Als Ausgeflippter schießt sich einer im Krieg in die Hand. Gibt schon Impulse, ne? Kunst statt Krieg heißt die Botschaft von meiner Hand. Kunst statt Krieg. Was machen Sie im Falle eines Atombombenangriffs? Ich hülle mich in mein Bettlaken und gehe gemächlich zum Friedhof. Warum gemächlich, damit keine Panik ausbricht? Da hätte er ja auch für hingerichtet werden können, wenn die es rausgekriegt haben. Und dann hat er ganz laut Sanitäter geschrien, dann musste der zurück. Und die Sache ist aufgegangen, sie haben ihn dann nach Hause geschickt.
Und ich habe ja mal so ein Foto von ihm gemacht. Das war, glaube ich, auch ein helles Foto, wo er also 9 Finger hat, nicht? Da ich also, wie gesagt, merke, dass es doch um unser Leben geht im Ernstfall, glaube ich, habe ich mir hier mal so eine kleine innere Führungskettenreaktion zurechtgelegt, um der Sache zumindest mal oberflächlich nahe zu kommen. Der Oberst sagt zum Adjutanten, morgen früh 9 Uhr ist eine Sonnenfinsternis, etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillich auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es ihnen erklären. Falls es regnet, werden wir nichts sehen, dann sollen sie in die Sporthalle gehen. Der Adjutant sagt zum Hauptmann, Befehl vom Oberst, seltenes Schauspiel. Morgen um 9 ist Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man sie vom Kasernenhof aus nicht sehen, dann findet sie im Drillich in der Sporthalle statt. Der Feldwebel zum Unteroffizier. Morgen um 9, Verfinsterung des Obersten im Drillich wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was nicht alle Tage passiert, antreten auf dem Kasernenhof. Sollten Schauspieler da sein, sollen sich selten machen. Gespräch unter den Soldaten. Hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Ja, ja, ich weiß. Der Oberst will unser Drillich verfinstern. Aber das tollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er hier einen machen. 1945. Im Internierungslager inszeniert er bunte Abende. Des Reichskabaretts der Komiker Rekadeko ist er Komiker. Nach der Entlassung tingelt er mit dem Rekadeko-Programm übers Land. In diesem Kabarett der Komiker, ich will gar nicht mehr erzählen, Lachkalorien hieß unser Programm, habe ich gesungen, einen ganz einfachen Schlager, aber er ist bis heute nicht wahr geworden. So stelle ich mir die Liebe vor, ich bin nicht mehr allein. Hast gehört? Nun komm aber nicht angerannt, sonst rennen sie mir die Bude ein. Ich meine ein anderes Alleinsein. In der Folgezeit Tingeleien mit dem Programm Lachkalorien. Erste Engagements auf Profibühnen. Wie unter Artisten üblich habe ich nie gefragt, sag mal, du heißt von Hase. Dabei war das mein zweiter Partner und er lebt noch. So ein Glück. Der Müller ist weg, der Herbst ist weg, alle sind weg, kein Sammy Drechsel, die Gesichter fehlen mir alle. Der Abi von Hase lebt noch und lange hoffentlich. Warum? Ein Schatz äußerster Güte. Wir haben es nur nicht erkannt. Als man mich gefragt hat, sag mal, fährst du jetzt nach Berlin zum Stadtindianer, habe ich gesagt, ja, zum Stadtindianer. Nur eins, das Deko, das hat sich verändert. Spirit, hier, das, was hier drin arbeitet. Er ist in meinen Augen radiokreativ. Die Tornados sollen Varieté aufmachen, habe ich gehört, ja? In der Potsdamer Straße. Da könnte ja Abi noch mal konferieren. Der bringt die Atmosphäre. Der Abi. Ich will etwas sagen. Etwas haben wir verlernt. Das heißt, wir haben es gekonnt und heute ist es weggekommen. Wenn wir früher eine tolle Pointe hatten und wir hatten gute, ja. Denk an unser Friedensgespräch. Ja. Hallo Roma, Roma, ja. Pace, Pace, was für Pace. Oh. Paris, oh, ici Paris, Herr Pariser. Nein, Rio, gewähde, Italien, wir wollen Frieden, haben Frieden. Dann hast du mir zum Schluss so einen Rettich in die Schnauze geschoben, dass mein Erstickungserscheinung. Diese herrliche Idiotenzicke mit einem Schlettenschammes reinkommen. Ja. Jetzt weiß ich, das war der einzige Partner, mit dem ich hätte immer Slapstick machen können. Ja, immer. Slapstick, herrlich. Immer. Da, ein Funkwagen. Verflucht. Ich biege ab. 1953. Paukenneuss ist der Liebling der Frontstadt. Der Mann mit der Pauke im vollen Saft. Fahr durch! Engagement im Funk, Film, Werbung. Und nun die große Masche mit nur die. Der gute Strumpf für alle Tage heißt nur die. So ein Mist, Reklame. Das, Damen und Herren, sind die Strümpfe von der Firma nur die. Nahtlos 1,95, mit Naht 1,95, Feinkrepp nahtlos 2,95 und die schicke Strumpfhose für 7,95. Preiswerte Ware und trotzdem hochwertig aus Europas größter Strumpffabrik. Mensch, was hasse ich diese furchtbare Reklame. Und die Herrenkurzsocke von nur die für 1,75. Das nur darf die. Doch nicht wahr sein. Das ist ja das Letzte. Ich werde irre. Oh, Igitt. Nur die Strümpfe, das Richtige für Zehe, Knöchel, Wade, Knie und Oberschenkel. Und für Fußsohle. Nur die. Aber die Schnauze jetzt endgültig voll vom Fernsehen. Nur dämliche Reklame. Der Apparat ist kaputt, die Strümpfe nicht.
Was soll denn das nu? Was kann ich denn dafür? Die nur die Strümpfe sind meine Marke. Nur die. Auch als Ohrenschützer zu benutzen. Es gibt ja den schwerwiegenden Fall, dass er für diese Strumpfmarke, ich glaube nur die hieß die, Werbung gemacht hat, gut verdient hat, ich glaube 125.000 Mark damals. Und plötzlich, dann gibt es immer danach eine Karenzzeit und am Ende der Karenzzeit oder vor Ablauf hat er für Duchatel, ich trinke ein Duchatel, nochmal einen Werbefilm gemacht und dann musste er das Geld zurückzahlen. Ich war jetzt während der Passierscheintage auch drüben im Osten, hab Onkel und Tante in Treptow besucht. Da sagt Tante noch zu mir, sagt sie, sag mal Junge, gibt's denn nur ein Leben nach der Wiedervereinigung? Also ich hab die Ente erst mal runtergeschluckt, ja, war ja sowieso meine, nicht? Ich sag, Tante, lass mal doch bitte mit den mythologischen Dinger in Ruhe, ich will hier mit der Wiedersehen essen, nicht? Ich meine, wenn sie schon gut kocht, braucht sie mir ja nicht mit so tückische Fragen noch zu kommen. Ich sag, Onkel, also pass mal auf, geht schon alles klar, sag ich, die Vereinigung kommt, zeigt. Das habe ich schon während der letzten Passierscheintage gesagt. Da kannte ich die Veranstaltung vom Kuratorium Unteilbares Deutschland noch nicht, nicht? Da habe ich ihm schon überzeugend gesagt, die Vereinigung kommt, zeigt. Eines Tages steht sie vor der Tür. Bist vielleicht gar nicht zu Hause, sag ich noch so zu ihm. Ich bedauere sehr, dass er die Wiedervereinigung nicht erlebt hat. Ich bedauere das so sehr. Da hätten wir was zu lachen gehabt. Oh. Ich sage, kümmer du dich mal gar nicht um die Vereinigung, das machen wir nämlich von drüben aus, Seik, ja, weil, ob wir wollen oder nicht, nicht, also, wir machen uns ja geradezu strafbar, wenn wir es nicht tun, Seik, bei uns steht es ja noch vor dem Grundgesetz, jeder Deutsche bleibt aufgerufen. Ich sage, Onkel, sag ich, morgens, wenn wir aufstehen, sind wir schon wegen der Vereinigung unterwegs, sag ich, ja. Wenn es dann eben abends nur mit einer geklappt hat, Gott, man hat sich bemüht, nicht wahr? Also, ich sag, er hat mir mal gesagt, eigentlich dürfte der Kabarettist gar kein Zuhause haben, der müsste auf der Bühne leben und der müsste auch auf der Bühne schlafen, auf der er auftritt. Der braucht eigentlich gar keine Miete, weil der braucht kein Zuhause. Also dieses Bedürfnis, eins zu eins mit sich zu sein, identisch mit sich zu sein, diesen Job so blutig anzunehmen, da sagt er, passt aber kein Zentimeter zwischen mir und dem privat und dem, was ich auf der Bühne von mir gebe. Wolfgang Neuss war ein Name damals, das war nicht vergleichbar, weil wenn Sie in Filmzeiten Heinz Rühmann sagten, wusste jeder, wer das ist. Und wenn Sie zu Neuss-Zeiten Wolfgang Neuss sagten, wusste auch jeder, wer das ist. Das wusste die Portierfrau und das wusste auch der Professor. Was ist denn das für ein Suchtig-Mensch, dieser Neuss? Schrecken sämtlicher Selbstkontrollen, TV hören und sehen, 1957. Gagman, Frankfurter Abendpost, 1949. Personifizierter Intellekt, Telegraph, 1958. Ein Verrückter, Fatz, 1962. Also, meine Damen und Männer, ja, du hast die Herren von den Frauen vergessen. Sehen Sie, da haben Sie gleich am Anfang so ein Späßchen, womit Sie auch die traurigste Sendung locker machen können. Gefällig. Ist ein kleiner Trick. Sie brauchen nur die Damen von den Frauen zu vergessen. Also die Herren von den Männern. Eine Variante. Sie können ohne geistige Anstrengung in jeder Unterhaltung können Sie das so einflicken. Das ist, also es macht sofort die Atmosphäre, verstehen Sie? Das ist, passt immer. So was Ironisches mit Reißverschluss. Man zipst es auf und das gute, alte, treue Herz lugt davor. Wolfgang Müller, das ist das abschließende Wort, was ich noch sage. Gut, dass wir so lange gemacht haben. Ich erniedrige meine Gage auf 3.000 runter, ja? Schenk dir 77.000, pass auf. Weil der Wolfgang Müller gesagt hat. Ich bin überhaupt, jetzt denkst du, ich habe eine Paranoia, weil der mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Nee, habe ich nicht. Ich bin sensibel, aber das ist mir too much. Aber ich muss Müller treu sein. Ich bin gezwungen. Warum? Ich wohne in der Straße, wo er geboren ist, im Nebenhaus. Wir wissen hierher gekommen, geschwemmt sozusagen. Und wie wohnst du? Mietfrei. Ich habe die Wohnung gekriegt, indem mir Müller durch eine Frauenstimme, der die Wohnung gehört, meine liebste Gisela, gesagt hat, du wohnst hier natürlich mietfrei, solange du lebst. Ja, da kann man kiffen, sag ich mal ehrlich, ja. Da siehst du schon, ich bin nicht alleine. Habe ich doch nie umsonst gesungen. Müller ist da. 1960. Im April kommt Wolfgang Müller bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Regisseur Hoffmann, der den Erfolg des Wirtshauses im Spessart wiederholen will, Spukschloss im Spessart, zu Neuss, jetzt brauche ich sie nicht mehr. Neuss realisiert seinen Kellerkinderfilm,
Die Geschichte eines HJ-Trommlers, der in seinem Keller zuerst einen Kommunisten vor den Nazis und später seinen Vater vor der Entnazifizierung versteckt. Den Pimpf Macke Prinz spielt Neuss selbst. Und das war das Einzige, was mich störte. Dieser dämliche Dienst im Jungvolk. Dort lernte ich mit meiner Trommel bumsen, wie es Sitte war. Was wir Jungs damals alle gedacht haben, hätte in einem Fingerhut Platz gehabt. So wenig haben wir gedacht. Wo soll's auch herkommen? Da kam Besuch aus dem vierten Stock. Komischerweise auf leisen Sohlen. Kommunist Knösel. Hör mal, Junge, kann ich mal einen Moment in deinem Keller hier unten bleiben? Wollen Sie sich verstecken, Herr Knösel? Vor wem denn? Frag jetzt nicht. Bei Knösel hatte ich wegen Rauchen keine Angst. Ich war ja erst 11. Der hatte nämlich scheins auch was zu verheimlichen. Nun aber hatte ich gleich wieder den richtigen Riecher. Hast du diesen Kerl aus dem vierten Stock gesehen? Zu mir im Keller kommt keine Kerle, Vater Blockwart. Und schon gar nicht aus dem vierten. Gut, gut, mein Junge, übe mal weiter. Gehört hatte ich ja schon mal, dass Ortsgruppenleiter Glaubke und mein avancierter Oller sauer auf Knösel waren. Ist uns doch das Kommunistenschwein aus dem vierten Stock noch im letzten Moment durch die Lappen gejagt. Ach, der kommt nicht weit. Wenigstens ist der Schandfleck jetzt beseitigt und wir sind doch unterm Dach sauber. Außerdem haben wir dadurch noch eine Wohnung frei. Junge, die haben mich ganz schön auf dem Kieker. Ich muss hier weg. Herr Knösel, ab heute habe ich die Macht hier im Keller übernommen. Sie können sich so lange, wie Sie wollen, immer hier im Keller verstecken. Immer, wie Sie wollen. Kommen Sie, ich sorge dafür, dass Ihnen nichts passiert. Kommen Sie. Ich zeigte Knösel mein Geheimversteck. Er lag Probe und ich muss sagen, ich fand, er lag gut. Naja, bis morgen könnt's gehen. Ich hab erst mal ein Hörspiel geschrieben, dann hat der Mann, der übers Hörspiel eine Kritik geschrieben hat, Klaus Geitel von der Welt, geschrieben, da muss unbedingt ein Film draus gemacht werden, weil ich ihm das gesagt hatte, ja? Und dann hat ein Intendant gelesen, da muss unbedingt ein Film draus gemacht werden. Herr Neuss, kommen Sie mal zu mir. Da muss unbedingt ein Film draus gemacht werden. Sag ich ja die ganze Zeit, sag ich, ja. Naja, und dann hat ein Intendant, Fischer, ich werde nie vergessen, Evangele, sagt da, gut, fahren Sie nach Hamburg, ich komme da ins Büro. Der Intendant hat Gott sei Dank morgens die Geschichte der Kellerkinder noch gelesen, sagt da, also Herr von Zahn, Sie kriegen jetzt 3 Millionen für die Windrose. Wollen wir dem Neuss 250.000 für die Kellerkinder? Ja, ja, hat der Peter von Zahn gesagt. Ja, ja, geben Sie ihm mal. Na, da bin ich bei Oppenheimer mit dem Scheck angekommen, hab gesagt, jetzt habe ich das Geld. Können Sie einen Film drehen? Ich nicht. So fing das an. Das ist wirklich. Und dann sind wir bei Kurt Ulrich gelandet. Also Atze Brauner wollte ja nicht. Sagt er, nee, hör doch mal auf, das ist doch ein antifaschistischer Film. Der war ja richtig erschrocken. Am nächsten Tage kam er schon wieder zu mir runter. Und dann kam allerdings ein dolles Ding. Sie hatten ihn auf dem Bezirksamt bei uns als Blockwart in Abwesenheit entnazifiziert. 4 Jahre Gefängnis sollte er kriegen, verbunden mit Aufräumungs-, Instandsetzungs- und Aufbauarbeiten. Wie man aus diesen Strafarbeiten das Wort entnazifizieren zusammenbekam, das gab's wohl nicht nur im Deutschen nicht. Das Wort, was man Olla jedenfalls am meisten schrie, hieß: Wofür? 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 Also schön zugegeben, ich war ein PG. Und denn, entweder alle oder keiner, sagte er. Und dann guckte er mich an und sagte, schließlich hätten wir doch alle mitgemacht. Ich guckte mir meinen Ollen mal richtig an. Jetzt wusste ich genau, warum ich meinen Vater immer gut leiden konnte. Ich kannte ihn nicht. Dann stell dir vor, die Strafe ist sofort anzutreten. Ich ahnte, dass der mit 4 Jahren Gefängnis nie zu entnazifizieren war. Dass es sowas überhaupt nicht geben konnte. Für mich gab es nur eine Konsequenz. Ich wollte ihm helfen. Ich behielt ab sofort meinen Vater in meinem Keller und versteckte ihn vor der offiziellen Strafe. Für die nächsten 4 Jahre bezog er das Loch hinter Mauervorsprung, wo vor ihm, wer vor ihm drin war, sagte ihm gar nicht. Und dabei hatte ich für mich persönlich eigentlich schon ganz andere Pläne. Er hatte so seine Ideen, was er so macht und wie, und das hat er niemandem erzählt. Und wie er dazu gekommen ist eigentlich, da dieses Talent zu entwickeln, weil wir haben ja keine Schauspieler in der Familie und keine Dichter und keine Denker, überhaupt nicht. Neuss schreibt, spielt, inszeniert. Die Presse unglaublich positiv. Geld wie Heu, Filmstar-Ruhm. Ich habe da einen Film, eine Idee geträumt,
Also ich habe heute Nacht gearbeitet, ja. Eine unerhörte Filmgeschichte zur Rettung der deutschen Branche, so. Neue Welle. Also erzählen Sie mal, wir sind im Gebirge, auf dem Dampfer. Kann es so ein Apple kann sein, so ein Bananendampfer? Nee, das muss ein Luxusschiff sein. Ist Liebe drin? Ja, das ist ja das raffiniert verpackte. Liebe ist auch drin. Das ist gut. Bitte. Ja, also der Förster, der läuft nur in den Waldklamotten, nicht? In dem Lodengezuppel läuft er so über Deck. Und der echte Kapitän, wie er ihn sieht, der kriegt ja nur Lust auf Wald. Also die umgekehrte Sehnsucht, nicht? Weil der war ja so lange auf hoher See. Übrigens den Förster, ja? Ja, was ist mit dem? Den möchte ich selber spielen. Sie? Ja. Ich sehe mich richtig in der Rolle. Er hat sich eine Uniform besorgt, das ist mir heute Morgen erst eingefallen, und hart ihrer verkleidet als Beute Albers. Da entdeckt sie ihn. Nachdem sie eine Weile an der Reling ganz schön gefroren hat. Aber sie ist ja gar nicht blond, trägt ja bloß Perücke. Also dolle Verwicklung, in den Film muss richtig dolle Liebe rein. Auf hoher See peitscht das doch alles auf. Mein Eichenlaubträger, sagte nix Laub, sagt er. Ich mache Nautik, bin Störtebäcker aus dem Unterholz, da werden sie gestört. Verstehen Sie, Oppi? Liebe, Komik und neue Welle. Das ist Kintop, wie er heute verlangt wird. Ich habe ihn sicher auch sehr geliebt. Ich bin raus aus meiner bürgerlichen Hamburger Familie, in so richtig reingesprungen in ein für mich wahnsinnig lebendiges Leben. Da war nie was, wie es sonst war. Oder wie bei den Familien, da war nie Sonntag wie Sonntag. Jeder Sonntag war anders. Und nun sind wir 1959 wieder gastspielweise in Paris. Ich bitte um einen immensen Einsatz. Zwei Berliner in Paris, mit Gitarre an der Szene, bringen die schönen neuen Töne vom gemeinsamen Verstehen. Zwei Berliner in Paris, mit der Pauke an der Szene, wollen voller neuer Pläne freundschaftlich zusammengehen. Als geistige Speise kriegst du immer nur Schaumspeise. Erstmal als erstes, nämlich du gehst raus und weißt sie nicht mehr. Das ist die beste Speise, die es gibt für die Atta, fürs Gehirn. Nicht etwas, was du in der Schule üben musst und üben, ist nicht. Sondern du bist doch, hast doch bezahlt Eintritt und der Konferencier hat dich angemacht, sozusagen, ja? Verstehst du? Und später erst fällt dir ein, was der alles gesagt hat. Später. Ja, wo du gar nicht dran denkst. Ganz klar. Ganz anders als ein Kabarett. Aus dem Kabarett geht man raus und will vielleicht gleich mal beim Glas Wein die Sache nochmal durchsprechen, ja? Aus dem Varieté geht man berauscht raus. Das wollte ich übrigens sagen, ja? Darum ist das Varieté im Kommen. Weil es weniger mit Denken zu tun hat. Die Leute wollen heute Sachen machen, wo sie nicht mehr denken müssen. Falls Sie neu sind, ich trinke ab und zu mal eine Kleinigkeit. Wumme, hören Sie auf, die Flöte zu betätigen! Falls Sie noch neuer sind, das ist mein Assistent, Detektiv Sergeant Timotheus Wumme. Und der bringt ab und zu die große Lippenquäle und macht mich irre. Falls Sie aber ganz neu sind, ich bin... Inspektor Pancake! Richtig, ich bin Mackie. Sagen Sie mal, wie kommen Sie dazu, einfach in meinen Satz reinzulatschen? Hm? Das ist Elsbeth Pimpinelle, Kriminalaushilfskraft. Auch eine Strafe. Bringen Sie die Flitze. Wie bitte? Sie sollen die Verschwinde bringen. Da ist man nur als Vorgesetzter gütig bis zum Exzess und schon kommen die Untergebenen einfach ins Zimmer. Raus! Wenn Sie etwas wollen, klopfen Sie an die Tür und stören Sie mich nicht, wenn ich im Grübeln bin. Bitte. Typischer Erleichterungstrinker mit Grübelzwang. Herein. Herr Inspektor. Wumme, hatten Sie angeklopft? Das nicht, aber Sie hatten doch hereingerufen. Ja, aber ich habe Sie nicht gemeint. Oh, den Irrtum bedauere ich. Das ist mein Glas. Den Irrtum bedauere ich weniger. Was wollen Sie? Nur wissen, ob Sie mir ein zwischen Eheleuten übliches Spiel mit 4 Buchstaben sagen können. Sie sollen im Dienst nicht immer Kreuzworträtsel lösen. Er wird Ihnen gleich erklären, dass Pimpi im Dienst immer Kreuzworträtsel rät. Er hält Sie nämlich für so dumm, dass Sie das noch nicht gemerkt haben. Er. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, Pimpinelle rät im Dienst immer Kreuzworträtsel. Nur ein zwischen Eheleuten übliches Spiel mit 4 Buchstaben. Mord? 4 Buchstaben. Ja, das könnte stimmen. Dankeschön.
Wumme, wie können Sie der Frau ihre letzten Hoffnungen auf eine standesamtliche Bindung nehmen? Ich habe gedacht, wenn wir Wolfgang in eine Rolle bringen, die nicht zu ihm passt, dann muss sie komisch sein. Also haben wir ihn als komischen Kommissar in dem Ratespiel eingesetzt. Und der Wolfgang hat auch im Machen jeden Quatsch mitgemacht. Was ist denn das für ein Suchtig-Mensch, dieser Neuss? Kleiner, eifernder Mensch, Quick, 1966. Erster Staatsquerulant, Süddeutsche Zeitung, 1965. Ein netter, braver Junge, FAZ, 1966. Hexe aus Hänsel und Gretel, Bild, 1965. Das ist übrigens der Kugelschreiber vom Chefredakteur der Bild-Zeitung persönlich. Damit hackt er immer seine Stacheldrahtartikel. Gott hat mitgehackt. Hey, du Spinner! Hey, Genosse Münchhausen! Brrr, Grete! Ich heiße nicht so. Ich heiße Puste, bin Landwirt und beackere den Boden der Tatsachen. Außerdem bin ich der rechtmäßige Besitzer dieses Stückchen Landes hier. Ein Morgen groß. Es ist ein besonders schöner Morgen, allerdings geteilt. Wo ich bin, ist Westen. Wo drüben der Genosse Altmann traktoriert, ist Osten. Die deutsche Frage ist so lange offen, solange das Brandenburger Tor geschlossen ist. Wenn er den wenigstens umgedreht hätte und gesagt hätte, was ja auch seinen Intentionen näher gekommen wäre, dem Ritschi, wenn er da gesagt hätte, das Brandenburger Tor bleibt so lange geschlossen, wie die deutsche Frage bei uns offen ist, oder? Wäre schon besser gewesen. Wart's nur ab, euch geht die Puste schon aus. Mann, ihr macht ja alles lieblos. Nee, wir arbeiten alle in einen Topf. So, und wer hat den Topf? Das sozialistische Lager. Und wann ist er voll, wann läuft er über und wann wird's besser? 1980. Dann haben wir alles hier bei uns. Dann kriegen wir alles, was wir wollen. Euch geht die Puste schon aus. Das sagt er nur immer zu mir, dass uns der Atem alle wird. Und dass ich revanchelüstern sei. Nur weil ich einen Morgen habe und einen Gaul und nicht in seinen Topf mache. Für 787 Mark 15. bringt Neuss die Nation in Aufruhr. In einer Annonce für seinen Film Genosse Münchhausen rät er, lieber ins Kino zu gehen, statt den TV Dörbritsch anzusehen und verrät den Mörder. Der Tipp auf Dieter Borsche kam von Neuss Mutter und war richtig. Dieter Borsche als Mörder. Der Tiefschlag löst ein gewaltiges Echo aus, das bis zur Morddrohung reicht. Soll ich mal erzählen, wie es war? Ja. Ich erzähle nicht gerne von früher, nur wenn es heute eine Bedeutung hat. Sonst lass ich alles weg. Also pass auf. Es hat eine Bedeutung. Nämlich, das Kino gibt's ja immer noch. Und manchmal überkommt einen glückliche Zeiten, da will man vom Fernsehen nichts wissen, aber auch nichts mehr. Sagt, das ist ja tödlich. Dass jeden Abend da reinstarren. Mann, du bist ja irre. Du lässt dir ja was einreden. Mach das nicht mit. Geh ins Kino, geh in den Wald, mach sonst was, lies. Aber mach das doch nicht mit. Die Zeit hatte ich 1962. Es war eine Hysterie in den Straßen, als ob ich den Stauffenberg verraten habe, dass der nächste Woche den Führer ermorden will. So bin ich mir vorgekommen und so waren auch die Leute zu mir. Ja? Das Halstuch an sich war ja gar nicht die Sache wert. Das Volk liebt, das wissen wir auch inzwischen, den Verrat, aber nicht den Verräter. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich kleiner gemacht. 1963. Aufnahmen für die Tote von Beverly Hills in Hollywood, Donnerwetter. Neuss arbeitet an einer Ein-Mann-Show, Donnerwetter, die im Dezember im Domizil am Lützowplatz Premiere hat. Das jüngste Gerücht. Das Programm läuft fast 2 Jahre und macht Neuss zu Deutschlands Kabarettist Nummer 1. Eine Kellerassel begrüßt sie hier mit gregorianischem Gequassel. Guten Abend, ihr lieben Menschen aus Ost und West. Guten Abend im Widerstandsnetz. Guten Abend, Girls und Boys. Hier begrüßt sie der Tersites vom Lützowplatz, das Ungeheuer von Loch Neuss. Guten Abend, auch du politischer Banause. Wir können hier richtig deutsch diskutieren, richtig deutsch. Wir haben Verbandzeug im Hause. 1964, Berliner Kunstpreis. Preis der Schallplattenkritik für Das jüngste Gerücht. Im Dezember erscheint die erste Nummer der Zeitschrift Neuss Deutschland. Organ des Zentralkomikerteams der satirischen Einheitspartei Deutschlands. Eine Parodie auf das SED-Zentralorgan. 1967. Während des offiziellen Schahbesuchs in West-Berlin
wird Benno ohne Sorg von der Polizei erschossen. Neuss bekennt sich zur außerparlamentarischen Opposition. Verstärkte Zusammenarbeit mit dem SDS. Diskussion, Sit-ins, Aktionen. Die haben ja alle immer so von dem Proletariat und von den Arbeitern geredet. Aber uns ging es ja gut. Wir hatten wunderbar zu essen, wir hatten keine Geldsorgen, die Miete war bezahlt. So, es war überhaupt, der Wein war kalt und es gab genug. Und deswegen, es war also, unsere Zelle oben war sehr angenehm. Und darum kamen die auch alle sehr gerne zu uns. So Horlemann oder sagen wir mal die eingefleischten SDSler, die sind immer gerne gekommen bei uns, weil das war eben besser als Mensa-Essen. Er hat immer agiert und brachte ja dadurch auch selbst Herrn Dutschke zum Lachen. Also hat reagiert, kann man sagen, in seiner Art und Weise. So haben wir immer gesagt, wir wollen jetzt so machen und wir gehen. Und so hieß Kuba Libre, sonniger Sozialismus. Die einzige Gemeinsamkeit bestand wohl daran, dass Rudi Dutschke sich wohl im Geheimen immer gewünscht hat, das Flair vom Wolfgang zu haben und so seine geschichtlichen Wahrheiten und die er erkannt zu haben, glaubte, unter die Leute zu bringen. Und der Wolfgang, der blöde Hund, hat sich immer gewünscht, so reden zu können wie Rudi Dutschke, wobei ich immer gesagt habe, sei froh, dass du so reden kannst, die Neues, dir hören sie zu. Dutschke kann nur unter sich die Leute begeistern und du hast eine ganz andere Massenbasis. 1968. In Berlin wird auf Rudi Dutschke ein Attentat verübt. Dutschke Freund Neuss schreibt einen Beitrag darüber für Volker Kühns letzte Frequenz Hessischer Rundfunk. Hier spricht Krankenpfleger Qualle aus dem Westend-Krankenhaus. Wo ist denn der Herr von Bild am Sonntag? Ach, da sind sie ja. Rudi hat wieder im Traum gesprochen. Wenn er rauskommt, sagt Rudi, will er entweder ins Kloster, Tonsuren putzen oder Landwirt werden. Er sagte nämlich was von die Schweine. Ja, geflucht hat er auch. Die wollten mich, hat er noch gesagt, ja. Aber wie gesagt, er hat sich ihnen ja verweigert. Er lebt. Ja, der Rudi. Das ist schon das bessere Deutschland. Natürlich nur, wenn er im Krankenhaus liegt. Wir wollen uns jetzt alle, sagt er, enger um den SDS schaden. Nein, schreiben Sie das bitte nicht. Das passt ja gar nicht in die Deutsche Nationalzeitung. Verzeihung, in die Bild am Sonntag. Wie konnte ich das nur verwechseln? Diese Nummer ist, wenn man die heute hört, immer noch für mich bewegend, weil sie aus dieser unglaublichen Nähe zum Rudi erwachsen ist, wo er versucht, mit Flapsigkeit über das hinwegzuspielen, was ihm wirklich unter die Haut gegangen ist. Und zwar wirklich bis ins Mark. Was ist denn das für ein Suchtig-Mensch, dieser Neuss? Ich hatte berufliche Schwierigkeiten. Ich war ja eine linke Ratte, ne, bei der APO. Und hatte Schwierigkeiten, überhaupt noch ein Engagement zu kriegen, ja, weil ich so links war. Und da träume ich. Was träume ich? Ich liege im Bett, also das träume ich nicht, sondern ich liege da. Da sitzt auf meiner Bettkante ein puckliger Mann, also mit einem Puckel, klein, aber irre sympathisch, die Augen ganz warm, guckt mich an und sagt, du hast doch Schwierigkeiten. Geh mal runter auf den Hohenzollerndamm. Da sitzt der Müller auf einer Parkbank. Der will dir erzählen, warum du nicht mehr arbeiten sollst. Also, das war genau der Punkt, wo ich schweißnass, blitzartig hoch im Bett war, wo ich nicht mehr arbeiten soll. Als Wolfgang Neuss klar geworden ist, dass die Welt so nicht funktioniert und dass man sie nicht vom Kleinkunstkeller aus verändern kann, hat er aufgehört. Als ich zum Kabarett kam, habe ich dir ja eingangs erklärt, privat kann ich aber jetzt nochmal laut sagen, es ist ja alles nur eine Ausrede für etwas, was drunter liegt, ja? Und das, was drunter lag, war immer schon der Mönch. Ich musste schon immer hier irgendwo sitzen bleiben, statt rumzurennen, ich in mich gehen, gucken, was in mir los ist, ja? Stattdessen habe ich das immer überspielt. Na, wie jeder es heute macht, der im Berufsleben steht. Such dich, süchtig. Such dich. Weil der Mensch sich sucht, ist er süchtig. Danach kann man doch süchtig sein, sich zu suchen. Das ist doch ungeheuer, wer da drauf ist, hört nicht mehr auf, weil er sagt, das ist doch der Sinn des Lebens, sich zu finden. Ich hab's gefunden, da lass ich nicht mehr locker. Über mich würde man lachen, wenn ich es jetzt sage, ja, weil man denkt doch, das Hämiken
was hat der groß zu tun mit sich, ja, aber es ist Schwerstarbeit, sich zu ändern, wie man ja auf der Erde sieht. Es ist Schwerstarbeit. Und wie man ja an mir hört, habe ich mich immer noch nicht geändert. Jetzt kannst du sagen, ja, du warst eben vorher schon gut. Stimmt, war ich, habe ich gemerkt. Was ist denn das für ein Suchtig-Mensch, dieser Neuss? Ausgeflippter Indio, Süddeutsche Zeitung, 1973. Zottliges, altes Weib, Bunte, 1975. Indianerfrau, Bild, 1975. Ein Mann mit Totenkopfgesicht, BZ Berlin, 1978. Bei einer Hausdurchsuchung werden 35 Gramm Haschisch und mehrere LSD-Trips gefunden. Vor Gericht fordert Neuss die Legalisierung von Haschisch. Man kann mich ja auch nicht gerichtlicherseits zum Rotwein trinken zwingen. Ich gebe allerdings zu, dass ich ein Mensch bin, der ohne was in den Mund zu tun nicht auskommt. Ich muss irgendwas in den Mund oder in den Kopf tun, dann lebe ich auch. Und so tue ich also Haschisch in meinen Mund und in meinen Kopf. Und jetzt ist die Öffentlichkeit der Meinung, ich lebe dadurch schlechter. Ich bin nicht der Meinung. Ich bin allerdings der Meinung, dass man dadurch kriminell wird. Das bin ich leider nun geworden, ne? Indem ich ja hier sitze. Herr Neuss, ich möchte Sie hier nicht mehr wiedersehen, sondern nur noch auf der Bühne. Jawohl. Neuss wird zu 8 Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt. Sein Talk mit Richard von Weizsäcker im Leute wird als Fernsehshow des Jahres gefeiert. Mach mal mein Mikrofon an, da muss ich was sagen. Also das ist... da muss ich mal was sagen, Ritchie. Da würde ich doch empfehlen, den Bruder mal öffentlich zu umarmen. Warum? Das ist der eigentliche Intellektuelle in der Familie, das wissen wir doch. Da haben Sie recht. Ja? Ich habe gerade schon zu Frau Marx gesagt, ich bin ja gar kein Intellektueller, habe ich auch nie behauptet. Das weiß ich ja, aber wir wollen doch... Ich meine, ich habe das nicht so gemeint, wie ich das eben gesagt habe. Ich fasse es ja auch nicht als Beleidigung auf, wenn man außerdem, mir sagt... Herr Regine, wieso brauchst du eigentlich ein Mikrofon? Darf ich mal ein bisschen näher treten? Oder? Jemand wie ihm bin ich natürlich nie begegnet. Früher nicht, später über das auch nie. Der Kerl war von einer Souveränität in seinem Charakter... Und auch in seinem Verstand, dass es mir eben ganz und gar unvergessen geblieben ist, obwohl das jetzt, wie viel, 25 Jahre her ist. Jetzt kommen wir nämlich auf das, was Sie vielleicht mit dem Intellektuellen meinen. Ein Intellektueller ist nach meiner Vorstellung einer, der zwar nachdenkt, eine Meinung hat, aber den letzten Schritt, der sehr wichtig ist nach meinem Gefühl, nicht tut, nämlich wirklich reinzuspringen in die politische Verantwortung. Außer Günter Grass. Nein, Günter Grass auch nicht. Der springt. Hör doch mal auf, Mensch, hier. Er hat mich überzeugt durch seine Authentizität, die er dabei zeigte. Durch sein Bekenntnis zu seiner eigenen Natur und Lebensweise. Vorhin ist auch ein ganz wichtiger Satz von Gisela Marx entgangen, der ein dicker Lacher war. Wo noch nicht mal Ritchie drüber, der lacht über alles, ja? Nee, also das stimmt auch, da hat sie gesagt. Das stimmt überhaupt nicht. Hast du nicht mit ihm geguckt? Nein, die Gisela Marx hat gesagt, war einer der besten Sätze des heutigen Abends. So, sie waren 49 Jahre und seitdem wollen sie Bundespräsident werden, ja? Und da hätte ich gesagt, ja. Weil Bundespräsident ist das schönste Amt, was ich mir denken kann. Das kann ich nicht beurteilen. Doch, das ist es. Wir sind schon an Carsten, der ist ja sogar besser geworden da drin. Es gibt kaum eine Veranstaltung dieser Art, an die ich mich in meinen Gefühlen so lebhaft erinnere und so dankbar dafür bin, dass ich sie eben erlebt habe. Das ist dieses Gespräch gewesen und wem verdanke ich es? Ihm. 1984. Der Stern bringt wöchentlich Neuss-Sprüche. Bei der Satireabteilung kam es immer ein Neuss-Spruch der Woche. Und den hat er ihm dann wöchentlich abgegeben. Und da er nun aber nicht der Mann der Bank und Konto und Kreditkarten war, hat er sich natürlich das Geld bar abgeholt. Und jetzt haben wir uns zum Spaß gemacht, damit es ein bisschen spektakulärer ist, weil er sich jedes Mal aufgeregt hat, wenn er alleine es abgeholt hat. Mhm. Weil da irgendjemand hat ihn da wieder stehen lassen und irgendeine Sekretärin und für einen alten Mann mit Schmerzen, kann ich doch nachvollziehen, ist es zum Kotzen. Also die wissen, er kommt, die wissen, was er kriegt. Da muss eigentlich nur ein Kuvert müsste da sein und gleich danke, Herr Neuss. Und da sind wir mit ihm gemeinsam, aber 1:1. Wir hatten die gleichen schwarzen Bomberjacken, beide Baseballmützen, beide Ray-Bans. Also sah echt aus, wir sind auch größer als Wolfgang. Und sind dann so stillschweigend, nur so neben ihm, ja so
so nur rein und auf einmal ging das auch ratzfatz. Auf einmal, wir standen nur so an der Tür, Wolfgang rein, ja, alles klar, Jungs, zack. Ich bin von der Droge zerstört, ich bin eine Ruine, ich bin ein Wrack und bin es manchmal eben nicht, ne? Aber im Prinzip stimmt schon alles. Wenn es nicht stimmt, zeige ich jetzt, dass sich's geändert hat. Alles andere wäre Quatsche. Es muss schon immer eine kleine, Tristesse durch einen Ekstatiker schwingen. Wenn da nur Freude ist, traut man dem Frieden nicht, ja? Wenn ich mich aber selbst in die Mangel nehme, hier vor der Öffentlichkeit, in einem Film, der noch mein Lieblingsthema hat, nämlich Artisten, Menschen, Artisten, also da muss man schon, echt bleiben, ne? Die Hauptzeit waren wir also letztendlich das Pflegeteam, in Anführungsstrichen. Also dafür zu sorgen, dass es ihm eigenermaßen gut geht unter diesem echt widerlichen Schmerz. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der gelitten haben muss, diesem Unterleibskrebs. Also war wirklich Horror. Also wünsche ich keinem. An seinem letzten Tag, ja, da habe ich ihn massiert. Und da war seine ganze Haut, sein ganzer Körper war, ich beschreibe das immer so, wie als wenn den einer aufgepustet hätte. Ich konnte mit den Fingern nicht reindrücken. Und ich fing an zu weinen, weil ich nicht wusste, was ich noch machen sollte. Und dann setzte er sich zurück und meinte, ey Alter, jetzt fang doch mal an wieder zu atmen auf mich und mach mal ein bisschen Freude hier rein. Und damit hat er dieses ganze Ding, meine Hilflosigkeit, total halt weggenommen. Und so eine Sachen konnte der machen. Das war jetzt sozusagen das extremste Beispiel davon. Ja, das ist auch. Aber so war das halt. Vom reinen Sterbevorgang war es nicht schlimm. Also ich war jetzt nicht überfordert, Hilfe, jetzt stirbt Wolfgang Neuss, sondern nur, wie es geschehen ist, im Sitzen aufrecht, das sagt man auch bei den Indianern, dass das eine sehr wertvolle Form ist, den Körper zu verlassen. Im Sitzen hellen, dann zum Schuss war sein eines Auge so ein bisschen milchiger, also wo er auch immer gesagt hat, seine Seele ist durch den Schuss in den Finger so ein bisschen seitlich rausgerutscht. Sie hatten auch kein Grab für ihn. Und dann haben sie die Müller-Familie gefragt, ob er denn da nicht rein könnte, und haben die ja gesagt. Wir haben gar keine Chance, nicht zu leben. Wir leben immer. Ich gebe euch die Botschaft, die ist zwar nicht tröstend, weil man ja auch ableben muss, ja? Aber man lebt nur ab, um zu leben. Man lebt immer. Immer, immer, immer. Happy End. Wir lassen uns unsere Sensibilität für das Geringste nicht nehmen. Wir haben eine Ader für das Größte. Wir verehren das Mittelmäßige. 40 Jahre Bundesrepublik, 40 Jahre Neuss, 40 Jahre Lärm, 40 Jahre Mann mit der Pauke. Ich verbeuge mich normalerweise hier nie im Keller. Ja, ich hau immer gleich ab, weil ich so fertig bin hinterher, ja. Aber heute, da muss ja noch der Arbeitskräfteverschleiß rein namensmäßig ab. Also während ich hier spreche, läuft im Fernsehschirm, laufen die Namen immer da so runter. Wer da mitgemacht hat, ist ja auch wichtig wegen der weiteren Verwendung, nicht wahr? Und da wollte ich Ihnen nur sagen, wenn Sie jetzt noch einen Moment applaudieren würden, ich nehme es nicht alleine für mich, sondern für die Kameramänner.